Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist euer King Ralf. Tja, was halte ich hier in der Hand? Eine Snackbox und die kommt heute aus Kanada. So, wir gucken mal ganz schnell zusammenhängend da rein, was da Schönes drin ist. Gleich vorweg, probiert habe ich das alles noch nicht. Aber ich denke, wir werden da erstmal einen Blick reinwerfen, was da alles Schönes drin ist. So, wir öffnen mal die Kiste. Ich mache das mal hier vorne. Also die Aufmachung ist schon ganz, ganz schick gemacht. Dort liegt ja ein bisschen was über Kanada drin und natürlich auch alle Details zu den Süßigkeiten, die in dieser Box zu finden sind. So, dann fangen wir mal an. Erstmal eine schöne Postkarte, die ich da auch noch bei. Starten wir gleich mal mit dem ersten Tütchen. Das ist so eine Art Chips, sind das, in Form von Paprika und Zwiebeln. Ich stelle das mal so ein bisschen hin. Dann gibt es so eine zweite Geschichte in Salsa mit Tomate, Gerste und Peperoni. Auch so eine Art Chips oder wie wir uns so diese Schweineschlaken aussehen. Ich stelle mal das von vorne ein bisschen mit hin. Dann gibt es eine Art Lemon-Getränk, wo ich erstmal so ausgehen werde, dass sich das handelt wie bei uns das Sprite. Wie das Ganze schmeckt, das müssen wir alles mal eben in Ruhe austesten. Witzig verpackt fand ich diese Art von M&M's, die hier natürlich in Erdnussbutter gemacht sind. Warum, weshalb, wie gesagt, müssen wir mal wirklich probieren. Können natürlich mega geil schmecken, aber ich mag das noch gar nicht aufmachen, weil man das nur einmal hat. So, dann gibt es so eine Art Weingummis, Gummy Clusters. Auch ganz witzig verpackt. Ich stelle das mal hier vorne so ein bisschen hin. Dann gibt es so Krabby Patties. Man kennt sie aus dieser Serie. Und die Sachen sind auch so, müsste auch genau. Weingummi Candy ist das in Form so von Hamburgern gemacht. So, stellen wir auch mal hier vorne so ein bisschen hin zum Angucken. Geil fand ich auch die Aufmachung des Cookie Creams Twix. Würde ich jetzt gleich mal aufmachen und das Ding tatsächlich mal naschen, aber traue mich noch nicht. Ich muss auf meine Kalorien achten. So. Ja, diese Goldfischis, die müssten den einen oder anderen noch bekannt sein. Die gibt es schon auch länger in Deutschland bzw. auch in Europa. Und es sind auch meistens noch mal in so kleine Snack-Knabberkisten sind diese Fischis auch mit bei. So, dann gibt es noch mal so eine weitere Tüte Chips Sweet Chili. Ja, ganz wenig Kalorien. Scheint auch etwas schärfer zu sein. Aber gut, das wird eine Art von Chips. Wie das Ganze geschmeckt, das müssen wir irgendwann austesten. Und dann haben wir hier nochmal auch so eine Art nochmal Smarties aufgemacht. Auch ganz nett verpackt eigentlich. Mal was anderes in vielen, vielen bunten Farben. Ja, bei uns wären das die Smarties und da sind das die Airheads. Also, das war der kurze Einblick mal in die Snackbox aus Kanada. Mal gucken, was in der nächsten Snackbox drin ist, aber ich werde euch davon unterrichten. So, bleibt gesund, bis bald, euer King Ralf.